Die Zeit ist reif für das nächste große 3D-Mario-Abenteuer. Wird Nintendo uns mit einem völlig neuen Gameplay-Twist überraschen oder eine Welt erschaffen, die alles übertrifft, was wir bisher erlebt haben? All about Nintendo. Also, was erwartet uns im Next-Gen Mario? Nintendo könnte den Open-World-Ansatz von Odyssey weiter ausbauen, mit noch nahtloseren Übergängen zwischen Welten und vielleicht sogar einem echten Open-World-Format. Innovative neue Power-Ups? Ich persönlich glaube ja, dass neue Power-Ups das Gameplay revolutionieren könnten. Ähnlich wie der Cappy-Mechanismus in Odyssey. Vielleicht gibt es Power-Ups, die Mario erlauben, die Umgebung stärker zu beeinflussen oder verschiedene Formen anzunehmen. Das wäre auf jeden Fall krass. So Leute, kommen wir zu etwas sehr skurrilem. Und zwar hatte ich eine Idee, beziehungsweise eine Vision, das war so ähnlich wie ein Fiebertraum. Ich hatte die Idee, dass man ein Mario-Spiel mit einem Souls-Game fusionieren könnte. Aber nur nicht, dass man die harten Elemente übernimmt, denn die Kinder und natürlich auch wir sollten das Spiel immer noch genießen können. Aber, dass man gewisse Boss-Mechaniken mit rübernimmt in das Mario-Franchise aus dem Souls-Gebiet. Und ja, dass man auch freundliche oder auch feindliche Spieler mit in seine Welt beschwören kann. Und man da dann gemeinsam Abenteuer erleben kann, durch Gegend stolzierend und hüpft und Pilze sammelt. Und natürlich auch Bosse plättet und das wäre mega krank. Dank der Next-Gen-Hardware könnten realistischere Animationen, komplexere Bewegungen und beeindruckende Umgebungen Einzug halten in das Next-Gen-3D-Mario-Spiel. Meiner Meinung nach sollte das Spiel aber nicht zu realistisch aussehen, denn es sollte immer noch die Mario-Optik besitzen, aber hier und dort mal ein paar mehr Farbdetails, ein paar mehr neue Effekte einbauen und natürlich wird das von der Performance her höchstwahrscheinlich auch besser laufen. Ja, ich freue mich schon drauf. Neue Story-Elemente. Vielleicht sehen wir eine tiefere Story mit mehr Fokus auf Charakterentwicklung oder überraschende Bösewichte, die über Bowser hinausgehen werden. Ich würde es auch cool finden, wenn es intensivere Bosskämpfe geben würde. Also beispielsweise, wenn man nicht immer nur dreimal draufspringen muss auf jemanden, um ja, den Bossgegner zu knacken, sondern dass man in einem 3D-Raum dynamisch agieren kann. Ja, vielleicht sind sie sogar in Etappen aufgeteilt, wo der Spieler verschiedene Power-Ups und Bewegungsmechaniken meistern muss, um den Boss endgültig zu besiegen. Das waren meine Gedanken rund um das nächste 3D-Mario. Was haltet ihr davon? Habt ihr auch irgendwelche Wünsche oder Gedanken zu dem nächsten Titel? Schreibt sie in die Kommentare, Leute. Dankeschön. Ciao.